Da sind wir wieder bei Portal 2. Ich und der Herr Rahmschnitzel, beziehungsweise Herr Rahmschnitzel und ich, wir heißen euch herzlich willkommen zurück und wir spielen heute Broken Neurons von Mr. Late. Es ist gerade schon spät hier bei dieser Aufnahme und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Es ist gerade schon spät und jetzt kommt Mr. Late. Ja? Richtig. Richtig. Ich wollte eigentlich gerade überhaupt nichts sagen und dich einfach machen lassen, bis wir im Spiel sind, aber es wäre, glaube ich, aufgefallen. Ja, stimmt. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ja. Ne? Ja. Ist jetzt wieder eine aus dem Stapel der bestbewertetsten Maps. Genau. Aktuell gerade, aber kommen ja ständig neue Maps. Vielleicht sind dann auch die neuen nochmal besser als die alten. Macht Sinn. Vielleicht. Wir schauen uns die einfach mal an. Machen wir. Hallo? Achso. Hi. Das ist immer irritierend. Mal muss man sich zur einen Seite umdrehen und mal zur anderen Seite. Mal muss man sich auch komisch verrenken, damit man es sieht. Genau. Das Hallo. Ist aber schön von... Ah, nee. Du siehst nicht schön aus. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ich behaupte ja mal, dass wir die ganzen Sprüche schon mal gehört haben. Ja, das glaube ich auch. Weil wo sollten die sonst herkommen? Richtig. Ich glaube nicht, dass man seine eigene Stimme so verstellen kann, dass es aushört wie das Original. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, mal ein wenig Nostalgie hier zu schnuppern. Ja. Dass es uns ans Schallgebälk hier laffelt. Ans Schallgebälk laffelt. Ja. Wir sollten gucken. Ich gucke. Das Problem ist, da hinten bei dem Katapult ist direkt was Tödliches vor. Ja, aber da müsste man drüber kommen, glaube ich. Wenn man. Weiß ich nicht. Hier. Oder fliegt man da voll rein? Wir können da sowieso nicht voll hinkommen, gerade mal. Da können wir ja nicht hin. Der muss aber wahrscheinlich das, was da oben rauspurzelt, einfach nur rein. Das ist ganz einfach dann. Stimmt, das muss einfach nur hier rüberkommen. Das ist total simpel hier, weißt du das nicht? Echt mal, ja. Stimmt, ich hab das schon dreimal gelöst. Und ich schreibe es gleich auch nochmal unter die Folge, damit man das sehen kann. Okay, das ist so schön. Nicht. Ich glaube, das geht nicht. Warte mal, nee, ich glaube auch nicht. Man könnte aber hier dann, genau. Wui. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das war knapp. Please latch on the Knopf, okay. Da unten haben wir eine Bridge. Das Ding muss sich umdrehen können, da oben. Irgendwo mit einem Knopf. Dann könnte man die Bridge weiterleiten. Oder machen wir einen Bridge-Club auf. Ein Bridge-Club? Ja. Nee, mag ich nicht, das Spiel. Mit den heißen Bridge-Girls. Wo können wir die Bridge umleiten? Achso, hier. Folge dem Teil. Ja. Okay, wie kommen wir da hoch? Das weiß ich nicht. Nicht. Ich will auch noch mal darüber. Hui! Wahrscheinlich war es jetzt gerade blöd, obwohl wir können hier einfach runtergehen. Das ist ja okay. Ja. Guck mal, da ist auch das Ding weg. Das heißt, du kannst jetzt rüber. Nur du kannst halt keinen Schwung mehr haben. Das heißt, ich muss da in dem Moment drauf. Oder wie schnell geht das weg? Du musst da runterspringen. Ja. Und in dem Moment stelle ich mich da drauf. Ich glaube, das wäre ziemlich Quatsch, aber es wäre schön. Okay, wir müssen von noch höher fallen, damit wir da hinten ganz hinkommen. Wir müssen dahin, ne? Genau. Ja, genau. Wir müssen von hier oben springen. Vielleicht. Ja, okay. Oder auch nicht. Aber wie kommen wir da hin? Das ist eine andere Frage. Wofür ist denn die Fläche da? Welche? Das ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat die einen besonderen Sinn. Das ist möglich. Mhm. Wie schlau wir auch schon wieder gerade mal sind. Ja, total. Ich würde gerne nochmal auf die andere Seite da. Huch, na. So. Ich bin immer da. Ist da oben, es ist... Da muss auf jeden Fall ein Würfel rein, da oben. Das heißt, der Würfel kommt da raus und muss oben rein. Dann wird das hier umgedreht und dann können wir wahrscheinlich da hoch. Vielleicht. Ich konnte gerade nicht so schnell folgen, aber ja, du hast recht. Ich konnte selbst auch nicht.
So. Oh, das bin ich am Anfang. Ja. Kann man trotzdem da auf die andere Seite? Vielleicht springt man ja irgendwo hin. Stimmt, ja. Willst du oder soll ich? Ich. Wie kamen wir noch da oben hin? Ich. Zack. Achso, stimmt. So. Nee. Verdummt. Nee, ich muss zurück. Ah. So, ne? Genau. Wenn ich in Luft bin, dann drückst du da drauf, ne? Ja. Ich zähle auf dich. Ja. Oh. Ha! Okay. Dann muss die Brücke wieder weg. Ach ja, dann ja, muss ja, ich nochmal rausspringen. Klar. Ach, coolio. Das ist echt cool. Wo ich reicht muss es, wenn ich. Reicht es dir, wenn ich jetzt einfach runtergehe und die Bridge weggeht? Nee, ich muss ja wieder nach der oben. Der Sprung wird nicht reichen, ne? Nee. Wir können das gerne weiter singen. Ich kenne den Text. So, du gehst wieder drauf. Ja. Bevor ich drauf gehe. Oh. Hä, ja, genau. Hauptsache Hä und Ö sagen. So. Wurzel. Ach da. Oh. Oh, der fliegt aber schön. Der fliegt mir gleich entgegen. Nein. Das liegt auch schief da drauf. Das geht ja gar nicht. Oh. Wo bin ich? Oh. Das wollte ich nicht. Du musst hoch. Spring noch mal durchs Portal. Hilfe? Ist einfacher. Moment, ich muss jetzt da wieder. Mein. So. Ich muss jetzt sein hellblaues kurz mal überschreiben. Ich habe noch eine Vermutung. Wir können nämlich auch das Gelbe da hinten oder das, was gelb bei dir ist, gerade nutzen, dass wir dann da hochkommen durch den Schwung, den wir gerade hier erfahren haben. Kannst du nochmal markieren, bitte? Ich bin gerade durch die Gegend geschleudert worden. Ich weiß nicht, da wo hinten, du gezeigt hast. Wo das Gelbe ist? Ja. Ich bin ja gerade hier unten durchs Blaue rein. Das heißt, ich bin dann hier unten wieder raus. Ich kann das hier ja auch nach da hinten dann legen. In der Theorie. Das heißt, ich werde da hochgeschleudert. Stimmt. Ja. Also, wenn es dann klappt. Ich bräuchte dafür nur einen Würfel. Vielleicht muss ich den mir aus der Luft holen hier gleich. Na nee, der bleibt ja auch hier liegen. Theoretisch, wenn wir die Portale wegnehmen. Ja, der kommt gleich hoch. So genau. Das wäre ich dann quasi. Oder du. Der da ist hoch zum Würfel geht. Da oben brauchen wir den doch eh. Ja eben, das ist mir aufgefallen, dass das schön ist. Na dann, du kannst jetzt theoretisch einfach da drauf springen, oder was? Ich kann da tatsächlich drauf springen. Und das war's. Und was war? Das ist ja total. Wir reden hier und das ist alles schon so offensichtlich. Genau. Das ist wie immer. Boah. Davon mal abgesehen. Und jetzt? Was passiert? Ach, jetzt ist hier unten die Fläche. Ah. Ich probiere mal was. Doch, es klappt. Ja, bitteschön. Ich meine, dankeschön. Ach, und hier hat sich auch was. Ich glaube, hier war auch noch nicht da, ne? Ich sehe es gar nicht. Doch, die war schon da. Doch, die war da. Die war schon da? Okay, ja, mach mal hier unter mir Portal ran. Ne, unter mir. Dort? Ja. Das ist sehr schön. Ja. Und das jetzt da hinten. Nur, wie kommen wir da denn jetzt hoch? Da? Ja, ich meine, wir haben ja so eine schöne... Hier ist so ein Schild. Ja, mach doch mal das Zeug hin. Das rote. Wo ist hier da drauf? Aber das... Achso, wir müssen die schräg stellen, die Bridge. Wie soll man das denn schräg stellen? Ist da vielleicht die... Nee, ist, kann ja nicht... Also man kann natürlich hier... Oh, haben wir jetzt gerade was bei der... Ach nee. Nee. Das aber geht ja nicht. Oh, ich habe gepustet. Kein Problem, es war nicht so laut. Soll ich nochmal? Nee, ich habe gerade mit der Nase über den Popschutz gepustet. Ja. Das mache ich gerne, wenn ich verzweifelt bin. Ja, das kenne ich. Ja. Jetzt ähme mal hier nicht so rum. Okay. Und denke lieber. Ich tue denken. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich schräg sein müssen. Da drum rum. Na, wie sollen wir sonst da hochkommen? Boah. Vielleicht können wir ja da schräg das drauf machen. Und dann können wir da zumindest gucken. Ne, da hinten. Huch, da. Haben wir zwar nichts von, aber vielleicht doch.
Was man natürlich auch noch machen könnte, aber dann würde das Schild keinen Sinn machen, vielleicht kann man irgendwie irgendwo runterspringen und dann kommt man da raus und fliegt dann da hoch. Du meinst, dass man da schräg rauskommt? Ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich nur so ein Verarschungsschild. Das habe ich zwar bisher noch nie erlebt, aber es ist ja... Wir können das mal... Ich meine, wenn wir hier nochmal... Achso, das Feld ist wieder da, das ist blöd. Das würde ja... Also ich fände es etwas seltsam. Wenn dem denn tatsächlich so wäre. Ich guck nochmal hier rüber. Haha. Angeschubst. Hihi. Voll lustig. Und man muss auch zu seinen Witzen stehen können. Das und stimmt, da ja. Da oben ist noch ein Würfel. Der, ja, den hatte ich auch gesehen, aber wofür brauchen wir ja, den? Ja, weiß ich nicht. Hier ist ja echt nichts. Ich glaube, wir stellen uns gerade sehr blöd an. Ich glaube auch. Aber mit dem Schrägspringen könnte man tatsächlich irgendwie probieren, aber ich meine... Ja, so schon mal nicht. Ja, du springst ja auch nicht schräg. Nee, nee. Aber es sieht schön aus. Aber wie springt man denn schräg? Ah, so nicht. Ja, wir haben doch hier schrägen. Ich bin ja eben schon mal schräg durch die Luft geflogen. Aber wie kommt man da schräg an? Das ist die andere Frage. Vielleicht sollten wir nur noch da nochmal hin. Allerdings müsste dann wieder einer... Ich vergesse mal, wie man da rüber kam. Ach, hier. Hier und da. Ja, genau. Joa. So. Dass man in der Luft dann hier nochmal... Obwohl, es geht ja nicht, dass man ein Portal dann da hinsetzt. Also fände ich ein bisschen abstrakt. Ja. Ich glaube, wir müssen doch wieder zurück zu Bridge kommen. Ansonsten oder kann man irgendwie hier, nee, es geht ja, da fehlt uns Schwung für. Aber Moment, hier, wir können doch, da, genau, so. Ja. So. Aber jetzt da ein Portal hin und da ein Portal hin. Das ist aber crazy gerade mal. Dann müsste das doch eigentlich, ach, da kommst du jetzt ja nicht ran, ne? Nee. Setzt du mal ein... Ah ne, du kommst ja auch nicht. Kommst du da ran, wo mein gelbes Portal sitzt? Anscheinend sehr schon. Sehr gut. Dann... So? Genau. Das wäre aber crazy so, hier. So und... So? Oh. Oh. Bisschen schief. Das war ein bisschen schief, aber schön. Aber es funktioniert. Das passt sogar genau. Ja, und jetzt bleibe ich hier stehen, oder was? Ist hier... Ja, du musst den Würfel zu mir bringen, dann bleibt er hier drauf stehen. Ach ja, richtig. Das heißt, ja, ist ja egal, ich kann ja runter. So, einmal runterschmeißen, bitte. Reicht das? Ach, wie schlau das gemacht ist. Hopp. Oh. Ich hätte ihn fast auch wieder fallen gelassen vor lauter Freude. So, und jetzt, muss ich nochmal, du musst. Ja, ich muss auch. Jawohl. Kommst du jetzt hier rüber? Ja, natürlich. Ich versuche es mal. ich bin... Ja, gerade falsch rum. Ist egal, es tritt sich fest. So, wunderschön. Erster Teil Hello. Geschafft. Ich meine, sollen ja drei sein hier drinne. Auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt. Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Da hat er was mit uns gemeinsam. Lass mal weitergehen. So. Aber hier ist aber hell. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist es dunkler. Ich gewöhne mich langsam dran. Ich sehe ein Muster. Boah, ist der Rest dunkel. Du bist das Muster. Oh. Du bist Deutschland. Hast du das gesehen? Was? Hier, gucke mal. Ach, gucke mal. Hier, Sim. Nee, ich will gucken. Ja, es ist schön. Ja, guck. Zoom. Das heißt, da sollten wir wahrscheinlich nicht drin stehen bleiben. Da oben ist, da kann man gar nicht hin. Gitter. Nein! Wir machten sowas. Aber wir haben hier unseren tollen Transportschacht hier in der Gegend, den wir sogar benutzen können. Ja. Das ist das Besondere daran. Aber da kommt ja trotzdem nichts durch. Nö, ja, wir können hier, vielleicht können wir da hochspringen. Genau, wir können, genau. Ja, aber wir können ja, ich, hier, lass mich da mal rein. Drück da mal drauf. Und ich weiß nicht, ob ich. Oder möchtest du da gerade mal. Nö, mach jetzt mal. Müsste. Ah! So? Nee. So, lass mal los. Doch. Ja. Ich lass mal los. Zumindest mal oben.
Ich meine, du sollst ja auch immer hier deine Aufgaben haben. Damit ich nicht alleine hier immer... Wobei, es ging ja gerade schon. Ja, ja. Was passiert? Oh. Hallo. Oh. Oh. Ich befürchte ja gerade mal das Schlimmste. Warum? Weil wir durch dieses Teil hier müssen quasi. Wir haben hier an der Seite die Dinger. Stimmt. Das wird böse. Also den Knopf brauchen wir gerade nicht mehr, aber immerhin... Doch, klar, wir brauchen einen Knopf. Achso, na klar, du musst hier jetzt schweben. Ich muss wieder rüber. Aber warum muss es überhaupt hier hoch? Ich glaube, damit ich später dann halt. Oder kann man dann von der anderen Seite da dann irgendwas aus- oder anschalten? Ich glaube, hier fährt dann irgendwas hoch, ne? Ja, sieht so aus. Ja, gut, dann gehe ich mal zurück. Das heißt, ich lege mein Leben in deine Hände. Das will mir ja so spontan gar nicht gefallen, aber andersrum wäre, glaube ich, auch nicht besser. Nee, das war schon ganz richtig. Ich überlege... Ich muss die Portale hier setzen. Du musst ja jetzt erstmal darüber schweben, ne? Ich muss die Portale hier setzen, weil du kannst hier nichts machen von unten. Genau. Das heißt, du hast mir jetzt gerade überschrieben, was so schön... Hallo, ich will... Nein. Warum sterbe ich nicht? Okay. Wo kommen wir denn raus? Ja, du musst ja erstmal bis auf die Höhe... Ja, ich muss trotzdem, ich habe das Portal, die Wurst in der Hand. Also, die Transportschacht. Ja. So, lass mich nochmal zurück. Also, zumindest behaupte ich das so. Kann ja auch sein, dass meine Theorie falsch ist. Ja, nee, ich würde schon stimmen. Ja. Und nochmal wieder los. Man nennt mich nicht umsonst Theodor. Also nennt mich eigentlich keiner, aber... Ja, nee, ja. Ist klar. Vielleicht Theoridor. Das ist ein Doppelname. So. Ich werde da gleich rausgepustet. Ich warte, bis das Ding da hinten ist. Okay. Das heißt, du müsstest gleich auf Ansaugmodus gehen, wenn ich hier bin. Saugen. Also, ich meine, umdrehen. Zurück. Lass mich erstmal da... Und, oh, das wird knapp. Umdrehen. Ah. Verdammt. Aber es funktioniert. Ja. Siehst du mal. Ich sollte, wow. nur was anderes brüllen. So. Nochmal rauf. So, rum. Also Stroh rum. Ja, ist schön, ne? Ja, total. Ist sehr gut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich auch nicht. Ich habe Tränen in den Augen. Ich kann nichts sehen. Moment, ich muss das erstmal andersrum machen. So. So. Wart. Na, oh. Nein. Ich habe gedacht, das wäre dein neues Kommando. Nein, verdammt. Okay, geh nochmal raus. Nein. Oh. So, ich hätte gerade weitermachen können, aber ist egal. Lieber langsam und behutsam. Nein, zurück. Ich will zurück. Okay. Nein, das war falsch. Ich glaube, ich muss sterben. Ich glaube auch. Und ich springe gleich hoch, wenn er kommt. Okay. Oh. Ich hab dich voll drauf. Oh, hey. Ja, tut mir ja leid, aber das war leider das falsche Portal gerade. Ich muss mir merken, ich setze immer nur das eine um. Und das andere nicht. Nochmal runter. Das ist ja ein bisschen wie bei der heiße Draht, was man da früher aus der 100.000 Mark Show kannte. Ja. Wo der eine immer steuern musste und der andere immer oben stand. Ja. Das weiß ich auch noch. Da ging es noch um. Oh nein! Nein! Was? Ja, ja, das kriegen wir hin. Das ging eben auch schon so. Zack. Zurück. Wieder hin. Nein, zurück. Bleib da. Ich wollte schon sagen. Wenn der da steht, dann lässt du los. Jetzt. Nein. Wie? Nochmal zurück. Ich muss auf die andere Seite. Okay. Kommt mir sicher vor. Zurück. So. Zurück. Komm. Das Timing ist knapp.
Ja, das ist echt knapp. Aber es war, also, aber es geht. Wir müssen es nur wollen und können. Genau, richtig. Das war wahrscheinlich der größere Fehler. So. Aber wir üben das jetzt einfach. Okay. Und die Zuschauer müssen das alles mitleiden hier. Richtig. Richtig. Andersrum. Nee, doch. Ja, doch. Jetzt. Ja, es passt, aber es ist knapp. Okay. Zurück. Du musst sofort eigentlich. Ich kann nicht. Ja, Countdown ist schwierig. Ich kann es ja frühzeitig ankündigen. Weil du musst ja auch. Du bewegst dich ja. Zurück. Nee, jetzt noch nicht. Lass uns machen wie. Sobald ihr da rausbiegt. Ja. So. Rein. Ich bin raus. Oh. Oh. Und jetzt? Wenn er wieder. Warten, ja, wenn er durch warten, ist jetzt. Raus. Jetzt. Jo. Weiter. Ja, okay, jetzt muss ich eins machen. Yay! Ich muss komplett weg. Oder so. Hier ist ein Knopf. Der fährt einfach das Zeug hier aus. Ich muss da. Ja. Komm du mal rüber. So, vielen Dank. Das war doch. Okay. Ja. So, willst du da rüber schweben? Nö. Nö, okay. Also, warum nicht? Ist doch schön. Ja, eigentlich schon, ja. Glückwunsch, euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als... Was war das denn jetzt? Natürlich hatten die Menschen das frage ich mich auch. Hier ist schon die Bewertung. Während ihr es immer wieder versuchen könnt. Also war auf jeden Fall schön. Ja, fand ich auch. War wieder was Neues. Knifflig, auf jeden Fall gut durchdacht. Ja. Der hier Mr. Late, ne? Der hat es gemacht. Und hat sich bei den Neuronen etwas bei gedacht. Die richtig. Wo die kleinen Neuronen wohnen. Broken Neurons, was auch immer hier dran gebroked ist, aber es ist, ja, man weiß nicht genau. Geben wir mal einen Daumen hoch. Ja, wenn wir schon hab ich auch dabei schon sind. Ja, klar, ich meine, ne, wenn er schon und so. Und genau. Überhaupt, Stichwort broken, wir machen eine kleine Pause. Richtig. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So ist es. Zu Portal 2.